Diese Handlungsschnelligkeit hat ihm lange gefehlt. Und jetzt haben wir auch das erste Tor per Fuß nach den zwei Kopfballtreffern. Vorteil Bayern, Elfmeterschießen ausgeschlossen und trotzdem lauert noch die Gefahr. Ein Tor von Juve und die Italiener werden weiter bei einem 3:3 nach 120 Minuten. So, jetzt muss Juve den Schalter wieder umlegen und agiert. Hernandez. Pogba. Ein Kreuzspiel. Komm, schnell ist er. Lewandowski, Müller gehen mit. Den Zirkoman. Den Zirkoman! 110. Minute! Und der 19-Jährige eingewechselt, von Juve ausgeliehen. Lässt wohl die Träume von Turin platzen. Für mich das hier weiter laufen zu lassen. Kimmich spielt den Ball, sie halten beide und dann ist er nicht zu halten. Er ist jung, er hat Kräfte und er guckt sich sowohl Bonucci als auch Buffon aus. Und Buffon und die Bayern, das wird auch keine Liebesgeschichte mehr. Zweimal kassiert er gegen die Roten. Gleich 4 Treffer. Eine echte Rarität. Und jetzt bräuchte Turin 2. Und jetzt zückt er an der hinteren Tasche. Gibt es da Rot? Zumindest ist Eriksson für seine Verhältnisse sehr aufgeregt. Mandzukic.